herzlich willkommen zur zweiten Folge Tavernenmaster. Und ich drücke gleich mal auf weiter. Im ersten Teil habt ihr eigentlich noch gar nicht so viel gesehen, ne? Wir haben einen dritten Tisch gekauft. Und wir finden uns immer noch am Ende des ersten Tages, denn wir müssen diesen Button hier klicken, damit wir weiterspielen können. Und ich glaube, wir hatten soweit alles vorbereitet, oder? Genau. Am Ende des Tages, wie gesagt, fülle ich hier einmal die Fässer auf. Und ja, ich starte jetzt einfach mal in den nächsten Tag rein. Gar nicht lange erzählen. Was halt irgendwann ein bisschen eintönig, kann man das eintönig nennen? Also, naja, ein bisschen eintönig ist halt, man hat nur diesen Bereich hier. Ne? Das hatten wir ja schon. Mehr gibt es da halt einfach gar nicht. Man sieht immer den gleichen Bereich. Aber trotzdem hat man eine Menge zu tun. Als ich das Spiel begonnen habe, dachte ich mir, was wird denn da großartig kommen? Das konnte ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, aber ja, doch. So. Aber gehen wir doch nochmal ganz kurz auf die Figürchen ein. Die sind so ein bisschen so. Wie soll ich denn das beschreiben? Naja, direkt Lego kann man nicht sagen, aber die sind so ein bisschen kantig, eckig, ne? Also doch so ein bisschen Lego-like. Aber das stört gar nicht, weil in dem Spiel geht es ja hier gar nicht direkt um die Interaktion dieser Figürchen, sondern es geht ja um das Managen, das Wachsen dieser Taverne. Ich muss gerade mal kurz leise sein. Ich habe nicht im ersten Spiel, als ich das halt ausprobiert habe, das ausgelassen, wie die sich hier unterhalten. Ne? Also ich habe den Ton ausgestellt. Okay, also es ist eine interessante Sprache. Ich verstehe nichts. Aber wie gesagt, auch darum geht es ja nicht wirklich. Die Musik im Hintergrund, die ist ganz nice, ne? Aber nach einer Weile finde ich die. Ich schraube das jetzt auch mal wieder runter. Finde ich die halt, wie bei den meisten Spielen, irgendwann dann doch nervig. Also gerade wenn man ein Spiel auch ein paar Stunden spielt, ne? So. Okay, schaut mal. Wir haben nämlich das nächste Ziel erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Beziehungsweise die Forschung ist fertig. Zum Freischalten der Küche. Hier 800 Münzen Bonus. Damit ist, damit sie genug Geld haben, um sie zu bauen. Genau, also wir brauchen hier einmal diese Küchentheke, ein Tellerregal und diese Kiste. Und diese Kiste, die ist nachher very important, also sehr wichtig. So, gehen Sie in den Küchenladen, genau. Stellen Sie einen Koch ein und warten auf Kunden, die Essen bestellen. Das machen wir noch gleich mal. Ah, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Platz und ich kann jetzt auch die Tische nicht wirklich mehr verschieben, ne? Oh, das ist jetzt wieder der Nachteil. Aber am Ende des Tages, wenn die Gäste weg sind, können wir alles wieder umstellen. Ich packe das deswegen erstmal hier hin. So, wenn man das jetzt hier so sieht, drehe mal die Kamera nochmal, dann sieht man, hinter dieser Theke haben nachher drei Köche Platz und vorn sind zwei Kellnerinnen. Ich stelle das jetzt mal hier rein. Und dann brauchen wir natürlich auch noch unser Tellerregal. Das kommt hier rein. Und diese Kiste. Oh, die passt hier gar nicht, ne? Warte mal. Mit Z kann man drehen. Okay, ich platziere die mal ganz kurz hier hin. Ach, ich kann schon zwei Kisten kaufen. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Okay. Aber jetzt noch gar nicht so wichtig. Gut, ich stelle es jetzt nochmal um, weil die Kiste muss da auf jeden Fall mit hin. So, okay. Vielleicht kriegen wir heute auch noch genug Geld, damit wir die Taverne vielleicht sogar noch hier um eins anbauen können. Das würde dann, ja, ungefähr so viel Platz sein. Genau, gucken wir uns einfach mal an. So, okay. Wichtig ist halt auch, dass ihr darauf achtet, am Anfang, ich habe mich auch immer gefragt, wann baue ich denn jetzt weiter aus? Einfach machen.
Ihr habt immer mal einen Tag, da ist ganz viel los. Und dann habt ihr einen Tag, da ist weniger los. Aber einfach mal die Statistik im Auge behalten. Durchschnittliche Belegung 83,3. Ne? Gestern war voll und heute 83,3. Vielleicht wird es ja noch voller. Aber sobald ihr bei 100% Auslastung seid, spätestens dann solltet ihr nochmal einen Tisch bauen. Heute hätten wir auch gar keinen Platz mehr dafür. Oder wir würden halt ein bisschen schieben. Aber es ist halt schwierig am Tage, wenn die Gäste da sitzen. Wir wollen die ja nicht verjagen. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt geht, ob die sich da wieder hinsetzen. Ich habe das noch gar nicht ausprobiert. Aber ich glaube, die gehen dann so wütend. Ich will es nicht testen. Nein, nein, nein. Wir brauchen doch das Geld. Wir sind jung und brauchen das Geld. So, was wir natürlich nicht vergessen sollten, ganz wichtig. Die Forschung war fertig. Wir sollten weiter forschen. So, einmal können wir Limonade forschen. Dann bekommen wir ein neues Fass dazu. Oder wir können halt die Forschung starten, damit wir mehr Gäste haben. Oder wir können Musiker erforschen, die uns auch mehr Gäste bringen. Ich würde einfach in der Mitte erstmal mehr Gäste starten. Ja. Und um das Ziel zu erreichen, habe ich das so verstanden, dass wir 15 oder 14 jetzt noch von diesen Common Gästen brauchen. Dann gibt es ja nachher noch Rar-Gäste, Gold und Royal. Aber das kommt alles erst im Laufe des Spiels. Oh, schaut mal, ne? Die eine Kellnerin, die hat ganz schön zu tun. Aber sie räumt auch nebenbei mal ab. Die trinken sich da ganz schön einen weg. Und er geht wieder, aber es ist definitiv nie komplett belegt. Also ich habe da nichts gesehen, oder? Doch, der zeigt 100% an. Also war einmal kurz voll belegt, während ich mal wieder hier zu viel gequatscht habe. Ne? Dafür bin ich hier bekannt. Also die Leute, die mich kennen. So, und dann haben wir natürlich wieder ein Ausrufezeichen und können unseren Kneipi hier erhöhen. Vom Level her. Und wir wollen natürlich, dass er noch mehr, erstmal noch mehr schafft, mehr Getränke gleichzeitig zu zapfen. Denn es wird ihm nichts voller, ich schwöre. Gut, für so ein YouTube-Video ist es jetzt natürlich relativ langweilig, wenn wir das dauerhaft, gerade umso mehr Folgen nachher kommen, halt immer auf normaler Geschwindigkeit weiterspielen. Und ich glaube auch, wenn man für sich alleine spielt, nutzt man irgendwann diesen Button, dass man viel, viel schneller das Spiel halt spielt. Oh, schaut mal, die nächste Forschung schon fertig. Wir kriegen mehr Gäste. Dann würde ich jetzt Limonade noch erforschen. Das kann ich euch aber auch sagen. Umso weiter das fortschreitet, umso länger dauert das natürlich. Ne? Und gerade dann benutzt man nachher diesen Button. Gut, der Tag ist fast zu Ende, aber wir haben ja noch was vergessen. Wir sollten ja einen Koch einstellen. Wem nehmen wir denn da? Also Speed ist halt wirklich immer die Schnelligkeit. Wie schnell kennert die, wie schnell kocht der, wie schnell, ne? Obwohl, beim Kellner ist es ja auch, wie viel können die letztendlich tragen. So, und dann hat man ja immer noch extra Eigenschaften. Zieht jeden Tag 7 Kunden mehr an, gewinnt doppelt so schnell Erfahrung. Stimmung sinkt langsamer jeden Tag. Wie gesagt, wenn die Stimmung irgendwann mal ziemlich tief ist, müsst ihr das Gehalt erhöhen. Ne? Oder man erhält halt einen Bonus auf Suppe. Das muss man sich natürlich entscheiden. Möchte ich, dass der ganz schnell richtig geiler King wird? Der Koch, oder soll der halt mehr Kunden anziehen oder soll seine Stimmung langsamer sinken? Ich am Anfang finde halt wichtig, dass wir Knatteratter kriegen. Ich sage immer Knatteratter, weil ja, wir wollen ja, also wir müssen nachher auch viel bauen. Das ist halt einfach so. Und schaut mal, die Bilanz sieht natürlich mega aus. Wir haben heute auch nichts weiter gekauft, ne? Wir müssen Gehälter zahlen. Wir haben ja aktuell nur den Kneipi und die Kellnerin gehabt. Das kostet uns 16 Münzen. Und wir haben ja auch Einkäufe getätigt. Küchentheke und die Truhe und das Tellerregal. Und trotzdem waren die Einnahmen viel besser. Und hier schaut mal, Boni. Ne? Ganz wichtig. Wir hatten eine 100%ige Auslastung. Deswegen würde ich halt mehr Tische hinstellen. Ja, genau.
Aber wir haben halt auch noch nicht so viel Geld. Das müssen wir halt langsam machen, Step by Step. So, und weil das so ist, vergrößern wir jetzt so die Taverne ein wenig. Gehen wir in den Baumodus. Wir können jetzt nach vorn, nach hinten heraus. Ich überlege gerade, wo wir das machen. Ich würde halt ganz gerne Küche hier hinstellen, ne? So, ich baue jetzt einfach mal hier noch eine neue Wand. Mal gucken, wie teuer das ist. So, so. Mache ich das erstmal? Ja, das passt. Was halt cool ist, wenn ihr die alten Wände hier abreißt, ihr bekommt das Geld wieder. Das finde ich jetzt schon nice. Und wir brauchen natürlich auch wieder einen Holzboden. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen damit. So, und damit es gleich von Anfang an schick ist, machen wir doch hier wieder die Holzwände. Genau. Ja. Achso. Um die Möbel zu verschieben, müsst ihr auch wieder ins Möbel. Ah, ich habe gerade was entdeckt. Das ist mir vorher gar nicht. Doch, doch, alles gut. Kommen wir gleich zu. Also erstmal müssen wir das verschieben. So, das kommt mal hier hin. Und dann die Truhe natürlich. Das stelle ich mal hier hin. Wie ihr aber seht, kann ich sie drehen? Warte mal, passt sie denn hin? Ja, das geht. Und dann drehen wir den nochmal rum, weil der Koch soll ja da hinten stehen. So, zack. Genau. Dadurch, dass ich die Wände gerade verschoben habe, ist die Lampe an der Wand weg. Und die haben kein Licht. Die brauchen aber Licht, weil ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber ich glaube, da setzt sich dann auch keiner hin. Na? Gut. Und wir schieben jetzt mal, weil wir brauchen erst noch Geld, um weiterzukommen. Und das hatte ich ja, wie gesagt, selber schon ausprobiert. Ihr könnt halt wirklich die Küche hier, die Stühle und Sitze direkt hintereinander platzieren. Da kommen die Kunden noch rein, die Kellner durch, das geht. Welchen Tisch ich halt auch genial finde. Also wir zahlen ja für einen Standard 70, ne? Da passen viele Leute ran. Könnten auch, wenn wir ein bisschen mehr Geld nachher haben, gleich diese lange Tafel stellen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber erstmal bleiben wir noch. Oh, jetzt habe ich die noch in der Hand gehabt. Bei den kleinen Tischen. Ich stelle jetzt nochmal zwei hin. Ah, genau, zwei. Und dann wieder Bänke. Zack, zack, zack. Und der eine hat kein Licht. Deswegen setzen wir hier einmal Licht an den Rand. Okay, passt doch, ne? Würde ich sagen. Ja, und wenn euch das leicht aufgefallen ist, wenn ihr solche Sachen setzt, wächst halt die Prestige, steht ja auch immer hier mit dabei, ne? Okay. Gut, was machen wir denn jetzt? Die Bar auffüllen. Also erstmal aus dem Baummenü raus. So, ne? Die füllen wir einmal auf. Deswegen würde ich immer mit dem Geld ein bisschen haushalten, damit ihr halt immer Geld habt, um die Bar und auch eure Truhe aufzufüllen. Denn hier ist halt Weizen drin, ne? Oder Getreide, Früchte, Gemüse und Fleisch, womit der kocht. Und wenn wir die Truhe kaufen, dann ist zwar schon was drin, aber nicht komplett voll. Das fülle ich jetzt mal auf und das hat 240 Taler gekostet. Und wir sind jetzt gerade mal bei 203 nur noch. Also da muss man schon drauf achten. Und was ich durch lauter Quatschen natürlich auch wieder vergessen habe, wir können hier unsere Questen erledigen, noch am alten Tag machen, damit ihr neue bekommt. Ja, und wir müssen jetzt noch zweimal servieren und dann bekommen wir auch diese Quest fertig. Und einmal 100 Münzen. Sehr schön. Als nächstes würden wir hier einen neuen Boden bekommen. Dann nochmal 150 und ein Gemälde. Aber ich starte den nächsten Tag und ich bin mal gespannt, wie viele Leute heute eventuell Essen bestellen. Schaut mal, hier sind die neuen Questen. Refill 100, also 100 Liter, die Fässer, genau, die Fässer auffüllen. Wir müssen irgendein
Kellnerkoch oder Knäppchen leveln. Also, ne, der braucht ein Level-Up. Und wir brauchen pro Tag 47 Gäste. Aber das schaffen, weiß ich nicht. 40,3 haben wir aktuell. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der die neuen Tische schon mit reingezählt hat. Das sehen wir aber gleich. So, ich warte mal, bis der hier das erste Mal Essen kocht. Also wirklich kochen kann er ja nicht, der hat ja noch nichts, ne? Keine Kochfläche oder so. Aber der schnippelt halt irgendwas zusammen. Ach, und durch die Küche haben wir natürlich auch eine neue Menükarte bekommen. Die darf ich euch doch nicht vorenthalten. Da gibt es so richtig leckere Sachen. Ne? Die meisten sind auch schon auf Deutsch. Die Kirschtorte auf jeden Fall. Braucht, genau, das Brot, Apfelkuchen, Sahnebrötchen, Obstschale. Und das sind halt auch all die Dinge, die wir am Anfang herstellen können. Und nachher kommen halt noch andere Sachen mit dazu. Also das Fleisch kommt halt erst später, ne? Und weil wir brauchen dafür noch was, was wir dann freischalten. Dann kommt nachher hier noch Brokkoli und ab hier Käse. Und der Käse und also ab hier die Sachen, die erfüllen halt alle eine spezielle Aufgabe. Dazu kommen wir dann aber viel, viel später. So, wie sieht es denn aus hier? Ja, wir haben auf jeden Fall noch eine Menge Platz. Entweder ist es heute der Tag, wo weniger ist. Ich glaube, das spürt man noch nicht so ganz am Anfang. Schauen wir mal. Geht nicht hoch. Und es hat noch bis... Doch. Ich wollte gerade sagen, hat noch kein Gast was zu essen bestellt. Na klar, der hat einen Teller hier. Schau mal. Das sieht so witzig aus, wie die da hingeht und so... Also wie so ein Tanz macht, ne? Da bestellt die dann. Das habt ihr jetzt aber nicht wirklich gesehen. Musste hier am Anfang ein wenig schmunzeln. Da, der Koch hat es auch gerade gemacht. Essen ist fertig. Ja. Das sieht irgendwie nach Apfelkuchen aus. Eins hat sie den Kuchen geholt. Einen komischen Laufweg genommen. Aber ja, egal. Hauptsache, die serviert. Es wird nachher auch gar nicht so einfach, so zum Schluss nachher so die Balance zu finden. Ne? Wie viele Kellner brauche ich denn jetzt wirklich und so. Da bin ich dann auch bei der letzten Etage, die habe ich noch gar nicht, also ich kann die schon bauen, aber ich habe die noch nicht gebaut. Da war ich dann hängen geblieben. Aber gut, bis wir da sind. Das dauert noch ein Weilchen. Und man sieht hier immer wunderschön, wie sie dann Trinkgeld bekommt ab und an. Ja, schade. Ich dachte, man sieht noch mal, wie sie eine Bestellung aufgibt. Weil das echt funny aussieht. Aber da hat jetzt bisher noch keiner wieder was für den Koch bestellt. Ja, aber schön die Kleider, ne? Trotz diesen eckigen Figuren finde ich schön gemacht. Und umso mehr Tische ihr habt, umso größer die Taverne wird, umso mehr Leute laufen dann auch hier rum. Das sieht nachher richtig weird aus. Das kann ich euch schon sagen. So, jetzt bestellt sowas. Ah, da. Nice. Okay, wir können auf jeden Fall die Kellnerin ableveln hier. Und ja, wir geben ihr hier mal ein bisschen Speed. Und ja, das Brot, sieht aus wie Brot, ist fertig. Okay, ich mach mal ein bisschen schneller, Leute. Sonst gibt es wahrscheinlich, naja, 100 Videos und man hat nicht wirklich viel gesehen. Wir spulen mal ein bisschen vor, bis zum Tagesende. Auf jeden Fall haben wir schon wieder gute Münzen verdient. Waren ja, ne? Ziemlich blank schon.
Aber ich glaube, ich muss mal darauf achten, wenn ich jetzt noch einen Tisch hinsetze, ob halt die Gäste hier dann nach oben gehen, nur weil ich einen Tisch hinstelle. Da habe ich auch noch nicht drauf geachtet. Okay, also, der Tag ist schon zu Ende. Der letzte Gast geht gleich. Und wir haben auf jeden Fall Plus gemacht. Dann müssen wir mal schauen. Wir haben 2 Questen erledigt. Sehr schön. Gut, die geben wir ab. Dann gucken wir die Forschung. Durch den vielen Quatschen, ne, sind wir noch gar nicht fortgeschritten. Ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist, dass ihr diese Musicians habt. Die nehmen Platz weg, finde ich. Ich habe sie tatsächlich irgendwie vergessen zu erforschen. Und habe gar keine Musiker bis zum Schluss gehabt. Aber wir sind mal vorbildlich und nehmen das ganz normal mit. Ich klicke das mal an. Dann füllen wir natürlich am Ende des Tages unsere Bar auf. So. Und unsere Truhe. Ja, ist jetzt nicht so viel, ne? Weil die beiden Sachen kann er mir nicht noch gar nicht kochen. Deswegen wird das immer nur hier oben sein. Okay. So, und jetzt kaufe ich noch einen Tisch. Den setze ich da vorne ran. Und dann schauen wir mal, ob die Gästeanzahl hochgeht. Weil, ich gucke noch mal kurz in der Quest. Die brauchen 47. Okay. Also, Tischchen hin. Zack. Ja, 41. Nur weil ich einen Tisch hingestellt habe. Okay. Okay. Na gut, Licht reicht hier nicht. Reicht es, wenn ich hier was ranbammel? Ich glaube nicht. Wir brauchen nachher eh das hier irgendwann. Ich stelle das mal direkt in der Mitte rein. Aber auf die Gäste kommen wir trotzdem noch nicht. Aber wir waren nicht ausgelastet, oder? Egal. Einen Tisch stelle ich noch hin. Huch. Einen machen wir noch. Aber dann reicht es. Weil dann brauchen wir nämlich nachher auch noch eine neue Kellnerin. Ich schaffe das alleine nicht. Ist aber bei 44,8. Egal, ich gehe trotzdem in den neuen Tag rein. Und dann bin ich mal gespannt. Ist auch nicht so schlimm, wenn man die Questen halt nicht gleich fertig macht immer. Mhm. Wir haben neue. Bei a new barrel, also ein neues Fass, Limonade. Da müssen wir natürlich erstmal. Ach, das haben wir ganz vergessen. Also ich habe es vergessen. Hier, Limonade. Und nachfüllen bitte. Ah, ich habe nicht genug Geld. Nein. Und genau das meinte ich. Ich hoffe, da bestellt jetzt keiner Limo. Ich brauche erstmal Money. Ach, Mist. Ich spule mal ganz kurz vor. Wir brauchen Geld. Wie teuer war das? 200 oder 100 noch was? Ich gucke mal nochmal kurz. 153 aktuell schon. Okay. Und umso mehr die jetzt natürlich bestellen, ne? Umso mehr muss ich auffüllen. Ich glaube, hier wollten schon einige Limonade. Die sitzen echt schon eine Weile. So, und jetzt müssen wir nicht drauf aufpassen. Kann sein, dass die eine Kellnerin irgendwann, ne, das nicht mehr schafft. Dann haben wir nachher verärgerte Gäste. Spätestens dann müssen wir eine neue Kellnerin einstellen. Okay, ich fülle mal auf. So. Und dann können wir nämlich jetzt auch Limo anbieten. Da ist sie. Die erste Limo. Das Gelbe. Boah, ja, echt zu tun, ne? Da könnt ihr halt hier immer drauf achten. Ob wir dann einen verärgerten Gast haben, der dann wieder geht. Das sieht man auch. Die haben dann so ein böses Smiley drüber, wenn die gehen. Aber sieht irgendwie aktuell noch gut aus, glaube ich. Und, ach, guck mal. Gäste pro Tag ist natürlich gestiegen, ne? So, ja. Wir haben das alles erreicht.
können wir natürlich noch ein Level uppen, aber das mache ich nicht. Vielleicht kriegen wir nämlich morgen eine Quest, da der Tag eh fast vorbei ist. Und das können wir noch climben. Und ich habe mir überlegt, dass ich in diesem Teil für euch dann mal außen wie so einen Biergarten machen möchte. Also wo die Leute draußen sitzen. Das finde ich halt cool. Und dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Knatterratter. Ihr müsst übrigens auch nicht warten, bis ihr den Tisch abräumt oder so. Das ist automatisch, wenn ihr in den nächsten Tag startet. Wie gesagt, ich level den mal jetzt nicht ab. Vielleicht kriegen wir eine Quest dafür. Und dann machen wir das am Anfang des nächsten Tages. Und wie immer, einmal Fässer auffüllen und einmal Essen auffüllen. So, perfekt. Was sagt die Forschung? Oh, die braucht noch ein bisschen, ne? Die wird morgen fertig. So. Ich mach mal kurz langsamer. Wir sind in den neuen Tag gestartet. Refill 150 Liter. Mhm. Mm. Und der will, dass ich zweimal Teppich kaufe. Oh, aber wir haben aktuell noch nicht das Geld. Da müssen wir noch kurz warten. Denn die kosten wie viel? 100. Ne? Mit 100, ab 100 fangen die an. Ne, die kosten alle 100. Egal wie groß. Aber bringen auch wieder Prestige. Okay. So, wir hatten keinen für Level Up. Deswegen machen wir das jetzt trotzdem. Und ich mache noch einmal Speed rein für den Koch. Und dann würde ich aber hier nachher skillen. Obwohl wir ja aktuell noch keine Main-Menüs haben, oder? Moment. Das sind ja alles. Das zählt, glaube ich, ja alles unter Dessert. Aber ich bin mir nicht richtig. Ah, hier steht Dessert. Desserts sind Yellow, also Orange. Und Main sind rot. Habe ich mir noch gar nicht durchgelesen. Also ich lerne mit euch noch mit. Interessant. Genau, also ab hier kommen dann erst die Hauptmenüs sozusagen. Sieht man ja auch das Fleisch dabei, ne? Wir können halt aktuell nur Desserts herstellen. Deswegen brauchen wir den auch noch nicht auf Main-Menüs gehen. Sehr gut. Aber was haltet ihr davon, wenn wir langsam eine neue Kellnerin holen? Wir haben, glaube ich, noch keinen verärgert gestern. Guck mal nochmal rein. Doch, haben wir. Ist mir gar nicht aufgefallen. Deswegen nehmen wir noch eine Kellnerin. Die Treppen sind ja aktuell noch nicht so wichtig, ne? Deswegen wollen wir darauf nicht achten. Also die fällt hier schon mal raus. Die kann richtig viel tragen. Deswegen nehme ich gleich die erste. Und da kommst du schon. Und die fängt dann auch gleich an zu servieren. Genau. Wir hatten also schon unseren ersten verärgerten Gast. Oh mein Gott. What the hell? Geht gar nicht. So, ich mache mal einen Screenshot. Und wir können jemanden level uppen. Den Kneipier wieder. Mann, ja. Ne? Der kann noch mehr Drinks machen. Dann die nächsten Punkte würde ich dann woanders reinsetzen. Aber ihr werdet es eh nicht schaffen, alle Punkte zu verteilen, weil der ist dann irgendwann auch Max. Ich habe, als ich die eingestellt habe, gar nicht drauf geachtet, was die für einen extra Bonus hatte, ne? Stimmung wurde durch Reinigung nicht beeinflusst. Ah ja. Okay. Und die Forschung, die ist auch bald durch. So, ich mache nochmal ein bisschen schneller. Den Tag machen wir jetzt noch zu Ende. Und dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 6, 7 Tische. Genau. Und die Forschung ist fertig. Und jetzt
können wir eine neue Forschung starten, und zwar besondere Ereignisse. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Und wenn wir es uns leisten können, dann würde ich halt für morgen mal ein paar Musiker hinstellen. Und dann gucken wir mal, ob die Taverne eventuell noch voller wird. Kein verärgerten Gast heute. Und Besetzung 92,9%. Okay. Aber es ist gerade nicht wirklich voll, ne? Aufgaben haben wir auch erledigt. Können wir nochmal 150 abholen. Und hier ist nochmal einer gelevelt. Boah, da setze ich jetzt mal hier noch einen Punkt rein. Perfekt. Richtig schön gut gemacht haben wir heute. Okay. Ich mache auf langsam. Ich würde jetzt nochmal schauen, wie teuer diese Musiker sind. Ich glaube, so eine Sache findet man immer unter speziell. Genau. Die kosten halt 120, ne? Aber schaut mal, wie riesig das ist. Und wir haben halt in der Taverne kaum Platz. Deswegen verkneife ich mir das mal. Ich warte noch, bis die Taverne ein bisschen größer wird. Und stelle dafür lieber noch einen Tisch auf. So, genau hier. Hier und hier. Und ja, ich denke, das reicht. Genau. Jetzt gehe ich aber noch mal ganz kurz ins Baumenü. Und wo packe ich nachher diesen Biergarten hin? Ich würde ihn am liebsten eigentlich direkt hier vorne hinsetzen. Irgendwie so hier, so der Bereich. Ja, aber da müssen wir noch ein bisschen wachsen. Machen wir auf jeden Fall. So. Okay. Macht jedenfalls mega viel Spaß. Ah, und ich bin echt gespannt, was uns diese Adventures, diese Abenteuer hier bringen werden. Und wir sehen, es gibt dann irgendwann einen Kamingrill. Da können wir wahrscheinlich endlich die Hauptmenüs machen. Und als nächstes können wir dann auch Wein erforschen. Das heißt, wir können Wein anbieten, und Wein bringt uns dann wahrscheinlich auch neue Gäste. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer rein, ne? Aber wie gesagt, Release ist ja der 16. November. Bis dato kommen aber noch 2-3 Folgen, bis ihr dann selber ran könnt. Also, ich wünsche euch was Schönes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst halt ein Like da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr sogar ein Abo da lassen, vielleicht die Glocke aktivieren, wie ihr möchtet. Außerdem gibt es ja hier auf dem Kanal noch Medieval Dynasty, Gas Station Simulator, und es gibt noch eine kleine Serie vom Bakery Shop Simulator. Könnt ihr ja mal reingucken. Ja, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, für die Servus und Goodbye.